Guten Tag, mein Name ist Andreas Krisch, ich bin von European Digital Rights und möchte bezüglich dem Datenschutz im Zusammenhang mit der Wirtschaft und generell gesehen, das lässt sich nicht getrennt sehen, auch im Zusammenhang mit dem Staat Ihnen ein paar Gedanken näher bringen. European Digital Rights ist eine Vereinigung von 29 Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen aus dem Gebiet Europa, das heißt nicht nur der Europäischen Union, sondern aus dem Gebiet des Europarates. Wir wurden 2002 in Berlin gegründet und haben mittlerweile Mitglieder aus 18 unterschiedlichen Ländern. European Digital Rights gibt seit 2003 einen elektronischen Newsletter alle zwei Wochen zu Datenschutzthemen heraus, das sogenannte E-Trigramm, seit 2006 auch in deutscher Sprache. Datenverarbeitung in der Wirtschaft haben wir heute schon eine ganze Reihe von Punkten gehört. Es gibt jede Menge Bereiche, in denen Daten verarbeitet werden. Es werden unsere unser Einkaufsverhalten wird gespeichert, wir haben Kundenkarten, die wir benutzen bei Einkäufen, wir benutzen Online-Shops und Versandhäuser für unsere Einkäufe und hinterlassen dort unsere Datenspuren. Wir haben Wunschlisten, zum Beispiel bei Amazon oder anderen Online-Händlern und speichern dort unsere Interessen und früher oder später kommt RFID noch mit ins Spiel im Einzelhandel und in anderen Bereichen, wo unsere Einkäufe auf der Objektebene, sprich auf dem einzelnen Stück, nicht nur der Produktgruppe erfasst werden können. Wir haben unsere Kommunikationsgewohnheiten, die ebenfalls von der Wirtschaft erfasst werden. Telefonie, Internetzugang, ähnliche Dienste werden von der Wirtschaft angeboten. Entsprechend fallen dort Daten an über die Information, mit wem wir kommunizieren, wann wir kommunizieren, an welchem Ort wir uns dabei befinden und weiteren Punkten. Wir verwenden das Internet, wir benutzen soziale Netzwerke, wo wir noch viel mehr Daten über persönliche Beziehungen mit anderen hinterlassen und abspeichern. Und diese Daten dazu nützen, um unsere Netzwerke, um unsere eigenen Netzwerke zu pflegen, diese Daten aber dabei wieder bei Wirtschaftsbetrieben hinterlegen. Finanzielle Informationen, selbstverständlich, werden ebenfalls von der Wirtschaft verarbeitet. Ob es jetzt um Bankgeschäfte geht, ob es um Kreditkartenunternehmen geht, die über unsere Einkäufe Bescheid wissen und auch darüber, wo wir sie tätigen, oder ob es darum geht, internationale Datentransfers oder Zahlungsverkehr abzuwickeln, die über die Organisation SWIFT abgewickelt werden. Dabei ist natürlich auch die Ortskomponente immer wieder ein wichtiger Punkt. Wir benutzen mobile Kommunikation, wir fahren mit dem Auto auf zollpflichtigen Straßen, wo unter Umständen auch die Position unseres Fahrzeugs gehört wird. Wir haben das heute schon gehört von Portugal. Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel, die über RFID ausgestattete Fahrscheine ausgeben und damit unser Verkehrs- und unser Mobilitätsverhalten überprüfen und abspeichern können. Und wir verwenden selbstverständlich Flugbuchungssysteme, um unsere Flüge innerhalb Europas oder auch über die Grenzen Europas hinaus zu buchen, Daten, die ebenfalls bei Wirtschaftsunternehmen gespeichert werden. Wir haben also eine ganze Reihe von Informationen, die wir der Wirtschaft anvertrauen, die wir Unternehmen anvertrauen und diese Fülle an Informationen nimmt eigentlich ständig zu. Wir haben eigentlich kaum mehr individuell einen Überblick darüber, welches Unternehmen konkret welche Daten über uns verarbeitet. Wir wissen nicht, wie der Datenaustausch zwischen den Unternehmen stattfindet, welche Informationsverbünde zwischen den Unternehmen gebildet werden. Und wir haben kaum Transparenz darüber, welche Daten zu welcher Gelegenheit von wem abrufbar sind oder in welche Kreditauskunft, Informationssysteme oder Ähnliches eingespeist sind. Wir haben natürlich unsere Rechte bezüglich der Auskunft über die Datenverarbeitungen, aber die Information darüber, wer konkret unsere Daten jetzt wirklich verarbeitet, eine vollständige Liste können wir darüber nicht zusammenstellen. Ein weiterer Punkt ist, dass gewerblich gesammelte Daten
anderen Zwecken zugeführt werden. Gewerblich gesammelte Daten werden dem Staat zugeführt, er greift darauf zu, er nimmt sich das Recht, darauf zuzugreifen, um zum Beispiel Strafverfolgung zu betreiben. Wir haben Fälle, wo der Zugriff zu Finanzdaten, zu Transaktionsdaten zum Beispiel in den USA erfolgt ist, über Transaktionen, die in Europa stattgefunden haben und keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten aufweisen. Warum sind diese Daten überhaupt in den USA? Wie kommen die dorthin? Das kann der Einzelne nicht beantworten. Und er hat da insofern eine Unsicherheit in Bezug auf seine personenbezogenen Daten. Der Zugriff auf Ortsinformationen, auf Bewegungsinformationen, dasselbe Thema. Wir haben die Passenger Name Records, die sogenannten Passagierdaten der Fluggesellschaften, die die Europäische Union den Vereinigten Staaten überlässt, um zu entscheiden, ob jemand eine Gefährdung darstellt oder nicht. Und die EU plant auch, selbst diese Daten zu verwenden. Das heißt, wir haben wieder eine kommerzielle Datensammlung, die zur Abwicklung von Verkehr von Mobilität gesammelt werden, die für andere Zwecke, die dem einzelnen Bürger an sich unbekannt sind, weiterverwendet werden sollen. Wir haben den Zugriff auf Kommunikationsinformationen. Wir telefonieren bei unseren Mobilfunkprovidern. Wir verlassen uns darauf, dass diese sorgsam mit unseren Daten umgehen. Wir benutzen das Internet, wir schicken unsere E-Mails, wir bewegen uns mit den neuen Medien und nutzen diese. Wiederum haben wir hier die Unsicherheitskomponente, dass Daten für staatliche Zwecke auf Vorrat gespeichert werden sollen. Wir haben heute schon ausführlich darüber gesprochen bzw. davon gehört, welche Auswirkungen das auf den Datenschutz hat und welche Unsicherheiten das mit sich bringt. Und wieder haben wir die Situation, dass unsere Daten für unklare Zwecke, für nicht näher bestimmbare Zwecke weiterverwendet werden. Das heißt, wir befinden uns heute in einer Situation, wo es einerseits dem Einzelnen nicht mehr möglich ist, zu sagen, welche Unternehmen welche Daten über ihn konkret verarbeiten, wie diese Daten unter den Unternehmen weitergegeben werden. Und andererseits wissen wir auch nicht, in welchem Zusammenhang und für welche Zwecke die Daten später verwendet werden. Weil wir den Zusammenhang, in dem polizeiliche oder Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden, nicht im Vorhinein kennen. Auch der Staat kennt sie nicht im Vorhinein, sondern sagt im Nachhinein, dieses Set von Daten ist für mich nützlich, deswegen greife ich jetzt darauf zu. Und plötzlich befinden sich unsere Daten in einem Zusammenhang, der ursprünglich überhaupt nichts mit unserer Nutzung zu tun hatte. Damit kommen wir zu einer sehr entscheidenden Aussage, die schon etwas älter ist, 25 Jahre waren es voriges Jahr, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht sich mit der Volkszählung, mit der geplanten, auseinandergesetzt hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es für ein an sich belangloses Datum einen neuen Stellenwert geben kann, wenn dieses in einem anderen Zusammenhang genutzt wird oder betrachtet wird. Und die Erkenntnis war weiters, dass insoweit es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr gibt. Dieses Zitat aus dem Erkenntnis ist 25 Jahre alt und zu der Zeit waren Großrechenanlagen von der Rechenleistung her wahrscheinlich so gut ausgestattet wie moderne Mobiltelefone. Das heißt, wir haben uns in der Zwischenzeit, was die Informationstechnologie betrifft, massiv weiterentwickelt. Wir haben Datenverarbeitungskapazitäten in unserer Hosentasche, die größer sind als die Datenverarbeitungskapazitäten, die damals denkbar waren. Guten Tag, mein Name ist Andreas Krisch, ich bin von European Digital Rights und möchte bezüglich dem Datenschutz im Zusammenhang mit der Wirtschaft und generell gesehen, das lässt sich nicht getrennt sehen, auch im Zusammenhang mit dem Staat Ihnen ein paar Gedanken näher bringen. European Digital Rights ist eine Vereinigung von 29 Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen aus dem Gebiet Europa, das heißt nicht nur der Europäischen Union, sondern aus dem Gebiet des Europarates. Wir wurden 2002 in Berlin gegründet und haben mittlerweile Mitglieder aus 18 unterschiedlichen Ländern. European Digital Rights gibt seit 2003 einen elektronischen Newsletter alle zwei Wochen zu Datenschutzthemen heraus, das sogenannte E-Trigramm, seit 2006 auch in deutscher Sprache.
Datenverarbeitung in der Wirtschaft haben wir heute schon eine ganze Reihe von Punkten gehört. Es gibt jede Menge Bereiche, in denen Daten verarbeitet werden. Es werden unsere unser Einkaufsverhalten wird gespeichert. Wir haben Kundenkarten, die wir benutzen bei Einkäufen. Wir benutzen Online-Shops und Versandhäuser für unsere Einkäufe und hinterlassen dort unsere Datenspuren. Wir haben Wunschlisten, zum Beispiel bei Amazon oder anderen Online-Händlern, und speichern dort unsere Interessen. Und früher oder später kommt RFID noch mit ins Spiel im Einzelhandel und in anderen Bereichen, wo unsere Einkäufe auf der Objektebene, sprich auf dem einzelnen Stück, nicht nur der Produktgruppe erfasst werden können. Wir haben unsere Kommunikationsgewohnheiten, die ebenfalls von der Wirtschaft erfasst werden. Telefonie, Internetzugang, ähnliche Dienste werden von der Wirtschaft angeboten. Entsprechend fallen dort Daten an über die Information, mit wem wir kommunizieren, wann wir kommunizieren, an welchem Ort wir uns dabei befinden und weiteren Punkten. Wir verwenden das Internet, wir benutzen soziale Netzwerke, wo wir noch viel mehr Daten über persönliche Beziehungen mit anderen hinterlassen und abspeichern. Und diese Daten dazu nutzen, um unsere Netzwerke, um unsere eigenen Netzwerke zu pflegen, diese Daten aber dabei wieder bei Wirtschaftsbetrieben hinterlegen. Finanzielle Informationen, selbstverständlich, werden ebenfalls von der Wirtschaft verarbeitet, ob es jetzt um Bankgeschäfte geht, ob es um Kreditkartenunternehmen geht, die über unsere Einkäufe Bescheid wissen und auch darüber, wo wir sie tätigen, oder ob es darum geht, internationale Datentransfers oder Zahlungsverkehr abzuwickeln, die über die Organisation SWIFT abgewickelt werden. Dabei ist natürlich auch die Ortskomponente immer wieder ein wichtiger Punkt. Wir benutzen mobile Kommunikation, wir fahren mit dem Auto auf zollpflichtigen Straßen, wo unter Umständen auch die Position unseres Fahrzeugs gehört wird. Wir haben das heute schon gehört von Portugal. Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel, die über RFID ausgestattete Fahrscheine ausgeben und damit unser Verkehrs- und unser Mobilitätsverhalten überprüfen und abspeichern können. Und wir verwenden selbstverständlich Flugbuchungssysteme, um unsere Flüge innerhalb Europas oder auch über die Grenzen Europas hinaus zu buchen, Daten, die ebenfalls bei Wirtschaftsunternehmen gespeichert werden. Wir haben also eine ganze Reihe von Informationen, die wir der Wirtschaft anvertrauen, die wir Unternehmen anvertrauen, und diese Fülle an Informationen nimmt eigentlich ständig zu. Wir haben eigentlich kaum mehr individuell einen Überblick darüber, welches Unternehmen konkret welche Daten über uns verarbeitet. Wir wissen nicht, wie der Datenaustausch zwischen den Unternehmen stattfindet, welche Informationsverbünde zwischen den Unternehmen gebildet werden. Und wir haben kaum Transparenz darüber, welche Daten zu welcher Gelegenheit von wem abrufbar sind oder in welche Kreditauskunft, Informationssysteme oder Ähnliches eingespeist sind. Wir haben natürlich unsere Rechte bezüglich der Auskunft über die Datenverarbeitungen, aber die Information darüber, wer konkret unsere Daten jetzt wirklich verarbeitet, eine vollständige Liste können wir darüber nicht zusammenstellen. Ein weiterer Punkt ist, dass gewerblich gesammelte Daten anderen Zwecken zugeführt werden. Gewerblich gesammelte Daten werden dem Staat zugeführt, er greift darauf zu, er nimmt sich das Recht, darauf zuzugreifen, um zum Beispiel Strafverfolgung zu betreiben. Wir haben Fälle, wo der Zugriff zu Finanzdaten, zu Transaktionsdaten zum Beispiel in den USA erfolgt ist, über Transaktionen, die in Europa stattgefunden haben und keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten aufweisen. Warum sind diese Daten überhaupt in den USA? Wie kommen die dorthin? Das kann der Einzelne nicht beantworten und er hat da insofern eine Unsicherheit in Bezug auf seine personenbezogenen Daten. Der Zugriff auf Ortsinformationen, auf Bewegungsinformationen, dasselbe Thema. Wir haben die Passenger Name Records, die sogenannten Passagierdaten der Fluggesellschaften, die Europäische Union den Vereinigten Staaten überlässt, um zu entscheiden, ob jemand eine Gefährdung darstellt oder nicht. Und die EU plant auch, selbst diese Daten zu verwenden. Das heißt, wir haben wieder eine kommerzielle Datensammlung, die zur Abwicklung von Verkehr
von Mobilität gesammelt werden, die für andere Zwecke, die dem einzelnen Bürger an sich unbekannt sind, weiterverwendet werden sollen. Wir haben den Zugriff auf Kommunikationsinformationen. Wir telefonieren bei unseren Mobilfunkprovidern. Wir verlassen uns darauf, dass diese sorgsam mit unseren Daten umgehen. Wir benutzen das Internet, wir schicken unsere E-Mails, wir bewegen uns mit den neuen Medien und nutzen diese. Wiederum haben wir hier die Unsicherheitskomponente, dass Daten für staatliche Zwecke auf Vorrat gespeichert werden sollen. Wir haben heute schon ausführlich darüber gesprochen bzw. davon gehört, welche Auswirkungen das auf den Datenschutz hat und welche Unsicherheiten das mit sich bringt. Und wieder haben wir die Situation, dass unsere Daten für unklare Zwecke, für nicht näher bestimmbare Zwecke weiterverwendet werden. Das heißt, wir befinden uns heute in einer Situation, wo es einerseits dem Einzelnen nicht mehr möglich ist, zu sagen, welche Unternehmen welche Daten über ihn konkret verarbeiten, wie diese Daten unter den Unternehmen weitergegeben werden. Und andererseits wissen wir auch nicht, in welchem Zusammenhang und für welche Zwecke die Daten später verwendet werden. Weil wir den Zusammenhang, in dem polizeiliche oder Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden, nicht im Vorhinein kennen. Auch der Staat kennt sie nicht im Vorhinein, sondern sagt im Nachhinein, dieses Set von Daten ist für mich nützlich, deswegen greife ich jetzt darauf zu. Und plötzlich befinden sich unsere Daten in einem Zusammenhang, der ursprünglich überhaupt nichts mit unserer Nutzung zu tun hatte. Damit kommen wir zu einer sehr entscheidenden Aussage, die schon etwas älter ist. 25 Jahre waren es voriges Jahr, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht sich mit der Volkszählung, mit der geplanten, auseinandergesetzt hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es für ein an sich belangloses Datum einen neuen Stellenwert geben kann, wenn dieses in einem anderen Zusammenhang genutzt wird oder betrachtet wird. Und die Erkenntnis war weiters, dass insoweit es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr gibt. Dieses Zitat aus dem Erkenntnis ist 25 Jahre alt und zu der Zeit waren Großrechenanlagen von der Rechenleistung her wahrscheinlich so gut ausgestattet wie moderne Mobiltelefone. Das heißt, wir haben uns in der Zwischenzeit, was die Informationstechnologie betrifft, massiv weiterentwickelt. Wir haben Datenverarbeitungskapazitäten in unserer Hosentasche, die größer sind als die Datenverarbeitungskapazitäten, die damals denkbar waren. Guten Tag, mein Name ist Andreas Krisch, ich bin von European Digital Rights möchte bezüglich dem Datenschutz im Zusammenhang mit der Wirtschaft und generell gesehen, es lässt sich nicht getrennt sehen, auch im Zusammenhang mit dem Staat Ihnen ein paar Gedanken näher bringen. European Digital Rights ist eine Vereinigung von 29 Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen aus dem Gebiet Europa, das heißt nicht nur der Europäischen Union, sondern aus dem Gebiet des Europarates. Wir wurden 2002 in Berlin gegründet und haben mittlerweile Mitglieder aus 18 unterschiedlichen Ländern. European Digital Rights gibt seit 2003 einen elektronischen Newsletter alle zwei Wochen zu Datenschutzthemen heraus, das sogenannte E-Trigramm, seit 2006 auch in deutscher Sprache. Datenverarbeitung in der Wirtschaft haben wir heute schon eine ganze Reihe von Punkten gehört. Es gibt jede Menge Bereiche, in denen Daten verarbeitet werden. Es werden unsere unser Einkaufsverhalten wird gespeichert, wir haben Kundenkarten, die wir benutzen bei Einkäufen, wir benutzen Online-Shops und Versandhäuser für unsere Einkäufe und hinterlassen dort unsere Datenspuren. Wir haben Wunschlisten, zum Beispiel bei Amazon oder anderen Online-Händlern und speichern dort unsere Interessen und früher oder später kommt RFID noch mit ins Spiel im Einzelhandel und in anderen Bereichen, wo unsere Einkäufe auf der Objektebene, sprich auf dem einzelnen Stück, nicht nur der Produktgruppe erfasst werden können.
Wir haben unsere Kommunikationsgewohnheiten, die ebenfalls von der Wirtschaft erfasst werden. Telefonie, Internetzugang, ähnliche Dienste werden von der Wirtschaft angeboten. Entsprechend fallen dort Daten an über die Information, mit wem wir kommunizieren, wann wir kommunizieren, an welchem Ort wir uns dabei befinden und weiteren Punkten. Wir verwenden das Internet, wir benutzen soziale Netzwerke, wo wir noch viel mehr Daten über persönliche Beziehungen mit anderen hinterlassen und abspeichern. Und diese Daten dazu nützen, um unsere Netzwerke, um unsere eigenen Netzwerke zu pflegen, diese Daten aber dabei wieder bei Wirtschaftsbetrieben hinterlegen. Finanzielle Informationen, selbstverständlich, werden ebenfalls von der Wirtschaft verarbeitet, ob es jetzt um Bankgeschäfte geht, ob es um Kreditkartenunternehmer geht, die über unsere Einkäufe Bescheid wissen und auch darüber, wo wir sie tätigen, oder ob es darum geht, internationale Datentransfers oder Zahlungsverkehr abzuwickeln, die über die Organisation SWIFT abgewickelt werden. Dabei ist natürlich auch die Ortskomponente immer wieder ein wichtiger Punkt. Wir benutzen mobile Kommunikation, wir fahren mit dem Auto auf zollpflichtigen Straßen, wo unter Umständen auch die Position unseres Fahrzeugs gehört wird. Wir haben das heute schon gehört von Portugal. Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel, die über RFID ausgestattete Fahrscheine ausgeben und damit unser Verkehrs- und unser Mobilitätsverhalten überprüfen und abspeichern können. Und wir verwenden selbstverständlich Flugbuchungssysteme, um unsere Flüge innerhalb Europas oder auch über die Grenzen Europas hinaus zu buchen, Daten, die ebenfalls bei Wirtschaftsunternehmen gespeichert werden. Wir haben also eine ganze Reihe von Informationen, die wir der Wirtschaft anvertrauen, die wir Unternehmen anvertrauen, und diese Fülle an Informationen nimmt eigentlich ständig zu. Wir haben eigentlich kaum mehr individuell einen Überblick darüber, welches Unternehmen konkret welche Daten über uns verarbeitet. Wir wissen nicht, wie der Datenaustausch zwischen den Unternehmen stattfindet, welche Informationsverbünde zwischen den Unternehmen gebildet werden. Und wir haben kaum Transparenz darüber, welche Daten zu welcher Gelegenheit von wem abrufbar sind oder in welche Kreditauskunft, Informationssysteme oder Ähnliches eingespeist sind. Wir haben natürlich unsere Rechte bezüglich der Auskunft über die Datenverarbeitungen, aber die Information darüber, wer konkret unsere Daten jetzt wirklich verarbeitet, eine vollständige Liste können wir darüber nicht zusammenstellen. Ein weiterer Punkt ist, dass gewerblich gesammelte Daten anderen Zwecken zugeführt werden. Gewerblich gesammelte Daten werden dem Staat zugeführt, er greift darauf zu, er nimmt sich das Recht, darauf zuzugreifen, um zum Beispiel Strafverfolgung zu betreiben. Wir haben Fälle, wo der Zugriff zu Finanzdaten, zu Transaktionsdaten zum Beispiel in den USA erfolgt ist, über Transaktionen, die in Europa stattgefunden haben und keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten aufweisen. Warum sind diese Daten überhaupt in den USA? Wie kommen die dorthin? Das kann der Einzelne nicht beantworten und er hat da insofern eine Unsicherheit in Bezug auf seine personenbezogenen Daten. Der Zugriff auf Ortsinformationen, auf Bewegungsinformationen, dasselbe Thema. Wir haben die Passenger Name Records, die sogenannten Passagierdaten der Fluggesellschaften, die Europäische Union den Vereinigten Staaten überlässt, um zu entscheiden, ob jemand eine Gefährdung darstellt oder nicht. Und die EU plant auch, selbst diese Daten zu verwenden. Das heißt, wir haben wieder eine kommerzielle Datensammlung, die zur Abwicklung von Verkehr von Mobilität gesammelt werden, die für andere Zwecke, die dem einzelnen Bürger an sich unbekannt sind, weiterverwendet werden sollen. Wir haben den Zugriff auf Kommunikationsinformationen. Wir telefonieren bei unseren Mobilfunkprovidern. Wir verlassen uns darauf, dass diese sorgsam mit unseren Daten umgehen. Wir benutzen das Internet. Wir schicken unsere E-Mails. Wir bewegen uns mit den neuen Medien und nutzen diese. Wiederum
haben wir hier die Unsicherheitskomponente, dass Daten für staatliche Zwecke auf Vorrat gespeichert werden sollen. Wir haben heute schon ausführlich darüber gesprochen bzw. davon gehört, welche Auswirkungen das auf den Datenschutz hat und welche Unsicherheiten das mit sich bringt. Und wieder haben wir die Situation, dass unsere Daten für unklare Zwecke, für nicht näher bestimmbare Zwecke weiterverwendet werden. Das heißt, wir befinden uns heute in einer Situation, wo es einerseits dem Einzelnen nicht mehr möglich ist, zu sagen, welche Unternehmen welche Daten über ihn konkret verarbeiten, wie diese Daten unter den Unternehmen weitergegeben werden. Und andererseits wissen wir auch nicht, wie, in welchem Zusammenhang und für welche Zwecke die Daten später verwendet werden. Weil wir den Zusammenhang, in dem polizeiliche oder Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden, nicht im Vorhinein kennen. Auch der Staat kennt sie nicht im Vorhinein, sondern sagt im Nachhinein, dieses Set von Daten ist für mich nützlich, deswegen greife ich jetzt darauf zu. Und plötzlich befinden sich unsere Daten in einem Zusammenhang, der ursprünglich überhaupt nichts mit unserer Nutzung zu tun hatte. Damit kommen wir zu einer sehr entscheidenden Aussage, die schon etwas älter ist, 25 Jahre waren es voriges Jahr, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht sich mit der Volkszählung, mit der geplanten, auseinandergesetzt hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es für ein an sich belangloses Datum einen neuen Stellenwert geben kann, wenn dieses in einem anderen Zusammenhang genutzt wird oder betrachtet wird. Und die Erkenntnis war weiters, dass insoweit es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr gibt. Dieses Zitat aus dem Erkenntnis ist 25 Jahre alt und zu der Zeit waren Großrechenanlagen von der Rechenleistung her wahrscheinlich so gut ausgestattet wie moderne Mobiltelefone. Das heißt, wir haben uns in der Zwischenzeit, was die Informationstechnologie betrifft, massiv weiterentwickelt. Wir haben Datenverarbeitungskapazitäten in unserer Hosentasche, die größer sind als die Datenverarbeitungskapazitäten, die damals denkbar waren. Guten Tag, mein Name ist Andreas Krisch, ich bin von European Digital Rights möchte bezüglich dem Datenschutz im Zusammenhang mit der Wirtschaft und generell gesehen, es lässt sich nicht getrennt sehen, auch im Zusammenhang mit dem Staat Ihnen ein paar Gedanken näher bringen. European Digital Rights ist eine Vereinigung von 29 Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen aus dem Gebiet Europa, das heißt nicht nur der Europäischen Union, sondern aus dem Gebiet des Europarates. Wir wurden 2002 in Berlin gegründet und haben mittlerweile Mitglieder aus 18 unterschiedlichen Ländern. European Digital Rights gibt seit 2003 einen elektronischen Newsletter alle zwei Wochen zu Datenschutzthemen heraus, das sogenannte E-Trigramm, seit 2006 auch in deutscher Sprache. Datenverarbeitung in der Wirtschaft haben wir heute schon eine ganze Reihe von Punkten gehört. Es gibt jede Menge Bereiche, in denen Daten verarbeitet werden. Es werden unsere unser Einkaufsverhalten wird gespeichert, wir haben Kundenkarten, die wir benutzen bei Einkäufen, wir benutzen Online-Shops und Versandhäuser für unsere Einkäufe und hinterlassen dort unsere Datenspuren. Wir haben Wunschlisten, zum Beispiel bei Amazon oder anderen Online-Händlern und speichern dort unsere Interessen und früher oder später kommt RFID noch mit ins Spiel im Einzelhandel und in anderen Bereichen, wo unsere Einkäufe auf der Objektebene, sprich auf dem einzelnen Stück, nicht nur der Produktgruppe erfasst werden können. Wir haben unsere Kommunikationsgewohnheiten, die ebenfalls von der Wirtschaft erfasst werden. Telefonie, Internetzugang, ähnliche Dienste werden von der Wirtschaft angeboten. Entsprechend fallen dort Daten an über die Information, mit wem wir kommunizieren, wann wir kommunizieren, an welchem Ort wir uns dabei befinden und weiteren Punkten. Wir verwenden das Internet, wir benutzen soziale Netzwerke, wo wir noch viel mehr Daten über persönliche Beziehungen mit anderen hinterlassen und abspeichern. Und diese Daten dazu nutzen, um unsere Netzwerke, um unsere eigenen Netzwerke zu pflegen, diese Daten aber dabei wieder bei Wirtschaftsbetrieben hinterlegen.
Finanzielle Informationen, selbstverständlich, werden ebenfalls von der Wirtschaft verarbeitet. Ob es jetzt um Bankgeschäfte geht, ob es um Kreditkartenunternehmen geht, die über unsere Einkäufe Bescheid wissen und auch darüber, wo wir sie tätigen, oder ob es darum geht, internationale Datentransfers, also Zahlungsverkehr abzuwickeln, die über die Organisation SWIFT abgewickelt werden. Dabei ist natürlich auch die Ortskomponente immer wieder ein wichtiger Punkt. Wir benutzen mobile Kommunikation, wir fahren mit dem Auto auf zollpflichtigen Straßen, wo unter Umständen auch die Position unseres Fahrzeugs gehört wird. Wir haben das heute schon gehört von Portugal. Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel, die über RFID ausgestattete Fahrscheine ausgeben und damit unser Verkehrs- und unser Mobilitätsverhalten überprüfen und abspeichern können. Und wir verwenden selbstverständlich Flugbuchungssysteme, um unsere Flüge innerhalb Europas oder auch über die Grenzen Europas hinaus zu buchen, Daten, die ebenfalls bei Wirtschaftsunternehmen gespeichert werden. Wir haben also eine ganze Reihe von Informationen, die wir der Wirtschaft anvertrauen, die wir Unternehmen anvertrauen, und diese Fülle an Informationen nimmt eigentlich ständig zu. Wir haben eigentlich kaum mehr individuell einen Überblick darüber, welches Unternehmen konkret welche Daten über uns verarbeitet. Wir wissen nicht, wie der Datenaustausch zwischen den Unternehmen stattfindet, welche Informationsverbünde zwischen den Unternehmen gebildet werden. Und wir haben kaum Transparenz darüber, welche Daten zu welcher Gelegenheit von wem abrufbar sind oder in welche Kreditauskunft, Informationssysteme oder Ähnliches eingespeist sind. Wir haben natürlich unsere Rechte bezüglich der Auskunft über die Datenverarbeitungen, aber die Information darüber, wer konkret unsere Daten jetzt wirklich verarbeitet, eine vollständige Liste können wir darüber nicht zusammenstellen. Ein weiterer Punkt ist, dass gewerblich gesammelte Daten anderen Zwecken zugeführt werden. Gewerblich gesammelte Daten werden dem Staat zugeführt, er greift darauf zu, er nimmt sich das Recht, darauf zuzugreifen, um zum Beispiel Strafverfolgung zu betreiben. Wir haben Fälle, wo der Zugriff zu Finanzdaten, zu Transaktionsdaten zum Beispiel in den USA erfolgt ist, über Transaktionen, die in Europa stattgefunden haben und keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten auf. Warum sind diese Daten überhaupt in den USA? Wie kommen die dorthin? Das kann der Einzelne nicht beantworten. Und er hat da insofern eine Unsicherheit in Bezug auf seine personenbezogenen Daten. Der Zugriff auf Ortsinformationen, auf Bewegungsinformationen, dasselbe Thema. Wir haben die Passenger Name Records, die sogenannten Passagierdaten der Fluggesellschaften, die die Europäische Union den Vereinigten Staaten überlässt, um zu entscheiden, ob jemand eine Gefährdung darstellt oder nicht. Und die EU plant auch, selbst diese Daten zu verwenden. Das heißt, wir haben wieder eine kommerzielle Datensammlung, die zur Abwicklung von Verkehr von Mobilität gesammelt werden, die für andere Zwecke, die dem einzelnen Bürger an sich unbekannt sind, weiterverwendet werden sollen. Wir haben den Zugriff auf Kommunikationsinformationen. Wir telefonieren bei unseren Mobilfunkprovidern. Wir verlassen uns darauf, dass diese sorgsam mit unseren Daten umgehen. Wir benutzen das Internet, wir schicken unsere E-Mails, wir bewegen uns mit den neuen Medien und nutzen diese. Wiederum haben wir hier die Unsicherheitskomponente, dass Daten für staatliche Zwecke auf Vorrat gespeichert werden sollen. Wir haben heute schon ausführlich darüber gesprochen bzw. davon gehört, welche Auswirkungen das auf den Datenschutz hat und welche Unsicherheiten das mit sich bringt. Und wieder haben wir die Situation, dass unsere Daten für unklare Zwecke, für nicht näher bestimmbare Zwecke weiterverwendet werden. Das heißt, wir befinden uns heute in einer Situation, wo es einerseits dem Einzelnen nicht mehr möglich ist, zu sagen, welche Unternehmen welche Daten über ihn konkret verarbeiten, wie diese Daten unter den Unternehmen weitergegeben werden. Und andererseits wissen wir auch nicht, wie, in welchem Zusammenhang und für welche Zwecke die Daten später verwendet werden, weil wir den Zusammenhang, in dem polizeiliche oder Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden, nicht im Vorhinein kennen. Auch der Staat kennt sie nicht im Vorhinein, sondern sagt im Nachhinein, dieses Set von Daten ist für mich nützlich, deswegen greife ich jetzt darauf zu. Und plötzlich befinden sich unsere Daten in einem Zusammenhang, der ursprünglich überhaupt nichts mit unserer Nutzung zu tun hatte.
Damit kommen wir zu einer sehr entscheidenden Aussage, die schon etwas älter ist, 25 Jahre waren es voriges Jahr, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht sich mit der Volkszählung, mit der geplanten, auseinandergesetzt hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es für ein an sich belangloses Datum einen neuen Stellenwert geben kann, wenn dieses in einem anderen Zusammenhang genutzt wird oder betrachtet wird. Und die Erkenntnis war weiters, dass insoweit es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr gibt. Dieses Zitat aus dem Erkenntnis ist 25 Jahre alt und zu der Zeit waren Großrechenanlagen von der Rechenleistung her wahrscheinlich so gut ausgestattet wie moderne Mobiltelefone. Das heißt, wir haben uns in der Zwischenzeit, was die Informationstechnologie betrifft, massiv weiterentwickelt. Wir haben Datenverarbeitungskapazitäten in unserer Hosentasche, die größer sind als die Datenverarbeitungskapazitäten, die damals denkbar waren,